Und damit, okay, Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Ganz genau, wir haben gestern schon angefangen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Das Game wurde tatsächlich im Internet schon gelegt, deswegen hatten wir ein bisschen den früheren Zugriff und damit auch Zugriff auf 4K. Es ist mega krass, wir starten rein, let's go, willkommen zurück. Total überrumpelnder Folgenstart. Es ist aber auch so ein bisschen leise, mir fehlt noch so ein bisschen die Musik. Wir haben Colin und einen Dog gefunden und wir müssen Oli mal retten, weil der ist irgendwie abgestürzt und er kommt vor. So, jetzt aber rein da. Oh, da passiert was. Da ist sie, die Shepherd. Ich kann das Schiff sehen, doch ich weiß nicht, wie wir von hier... Wie kann ich mehr lesen. Ich weiß nicht, wie wir es von hier raus erreichen sollen. Aber irgendwie kommt mir die Umgebung bekannt vor. Ich erinnere mich an etwas. Es ist gleich davon, los gehen wir. Boah, kann ich nicht lesen. Es tut mir leid, Guys. Wenn ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt, direkt ein Abo dalassen und über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen. Ihr wisst Bescheid. Sei vorsichtig und sieh dich mit dem rechten Stick um. Jetzt habe ich Angst, was mich hier erwarten könnte. Das sieht sass aus. Keine Ahnung, was ist. Seht nur da drüben. Das große Loch im Boden. Wenn wir nur einen Weg dort hineinfinden würden, dann könnten wir endlich zu Shepherd gelangen. Ich dachte, der sagt jetzt irgendwie was hierzu. Versteckt sich da drin etwas? Keine Ahnung. Nein, Mr. Dog. Doch, der Dog geht dahin. Okay. Das ist genau das Richtige für Rettungshunde. Sie tun nichts lieber, als im Boden zu buddeln. Bravo, Ochin. Das bisschen Erde hält uns nicht auf. Fast geschafft. Damit wäre das wieder offen, nicht? Das sieht man mal wieder, warum Rettungshunde und ein ganzer Stolz sind. Hm? Ist das hier genauso ein Loch wie das andere, das wir gesehen haben? Gut gemacht, Ochin. Ja, und was heißt das jetzt? Wir können jetzt da rein und kommen auf der anderen Seite raus. Ich frage mich, ob die beiden Löcher miteinander verbunden sind. Hm, ich denke schon. Das sieht ganz schön tief aus. Nun, es hilft ja nicht. Wir werden wohl einfach den Sprung hineinwagen müssen. Nichts wie rein. Ich bin energiegeladen. Ich habe Bock. Ganz genau. Und los. Nee, ich bin hier der richtig Lust hat, hier rein zu diven. Jumpen wir. Höhle des Anfangs. Ebene 1. Alles klar, ist das tief. Ich dachte, das sei so ein Rohr und wir kommen jetzt auf der anderen Seite raus, Mario-mäßig. Nein, komplette Underground-Passage. Bitte was? Wuff, 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 wuff. Genau, Dog. Sehe ich auch so. Oh, oh, was ist denn, Ochin? Er scheint uns etwas mitteilen zu wollen. Vielleicht befindet sich jemand von unserer Rettungscrew hier unten. Wie kommt der nach hier unten? Der Eingang war zugeerdiert. Ey, das Game sieht so krass aus. Guys, ihr wisst Bescheid. Grafik bzw. YouTube-Auflösung aufs höchste Maximum stellen und den 4K genießen. Dafür mache ich das. So, jetzt aber... Es gibt sonst keinen Rennknopf oder so. Guten Tag, Mr. und Mrs. Schnecke. Und guten Tag, Mr. Crewmitglied. Auch in lila. Lila ist die Farbe hier, Geist. Ich kann, glaube ich, glauben, ey, ich gehe gleich. Ich gehe gleich und lese nie wieder was. Ich kann kaum glauben, dass wir sie ausgerechnet hier gefunden haben. Hör zu, das da drüben ist die Anführerin der Rettungscrew, K-Storm. Viele Erfahrene. Dankeschön. Jetzt ist nicht der Moment für eine Geschichtslektion. Schnell, tut doch mal was. Was kann ich denn machen? Bam. Kriegt mir das was einzusammeln? Ich habe keine Ahnung. Oh, okay, es geht weiter. Sehr viele Cutscenes heute. Puh, jetzt können wir uns etwas entspannen. Chefin, wir haben uns die Kreaturen hier unten gekümmert. Du kannst jetzt wieder runterkommen. Das war kein Moment zu früh. Vom langen Festhalten sind meine Arme schon ganz taub. Jetzt schön langsam. Wie geht es dir, Colin? Bist du unverletzt? Das Gleiche sollte ich dich fragen. Ich bin jedenfalls froh zu sehen, dass dir nichts passiert ist. Oh, oh. Das Gleiche sollte ich über dich sagen. Blabliblub. Und dann haben wir hier... Ah, denn uns haben wir... Wir haben uns doch... Also beim Training, da habe ich dich doch mal gesehen, oder? Also ich bin Anführerin Shepherd. Hast du etwa Ochin den Befehl gegeben, diese Kreaturen anzugreifen, K-Storm?
Eigentlich hört Ochi doch nur auf meine Befehle. Tja, da hat sich das ganze Training wohl echt ausgezahlt. Weißt du, als ich dich das erste Mal beim Training sah, hatte ich das Gefühl, dass du gut im Umgang mit Hunden bist. Shepard, auch von Gija, Rettungscrew-Mitglied der 99. Generation, ist von Rettungshunden begeistert, seit sie als Kind von einem gerettet wurde und leidenschaftliche Chefin. Wunderbar, okay, uns fehlen noch 4 Guys. Dann ist das Spiel vorbei, oder was? Dann müssen wir doch Oli mal holen. Wir haben die Anführerin der Rettungscrew Shepard gefunden. Mit ihr an unserer Seite können wir wieder Hoffnung schöpfen, dass alles ein gutes Ende nehmen wird. Das klingt super. Ich möchte nicht unterbrechen, Chefin, aber wie hat es sich eigentlich hierhin verschlagen? Ach, als ich die Umgebung erkundete, fand ich ein seltsames Loch. Ich sah hinunter, verlor das Gleichgewicht und, naja, da bin ich reingefallen. Auf der Suche nach einem Ausgang bin ich in der Höhle umhergeirrt, bis ich auf diese ekelhaften, schleimigen Kreaturen traf, auch genannt Schnecken. Moment mal, du bist in das Loch gefallen, das sich in der Nähe der Shepard befindet? Wir wollten die Höhle durchqueren, um genau dieses Loch zu erreichen. Warum stehen wir dann noch hier? Kehren wir zur Shepard zurück. Verstanden. Also, sie hat ein Schiff nach sich selber benannt. Kreativ. Stimmt etwas nicht? Du hast ja gar nichts gesagt, K-Storm. Wenn wir etwas beschädigen, sagen wir bei der Rettungscrew verstanden. Lass uns zusammen probieren. Verstanden. Ich will. Alles klar. Naja, du bist sicher etwas nervös. Du bist ja auch ganz normal. Schließlich ist dies deine erste Mission. Das kommt alles schon noch, mach dir keine Sorgen. Noch ein Tipp, seh dir die Shepard-Dokumente an. Sie enthalten wichtige Informationen für unsere Arbeit und sie sind nach mir benannt, weil ich so cool bin. Oh yeah! Oh, wir kriegen wieder Stuff geliefert. Shepard-Dokumente, Aktualisierung abgeschlossen. Hier findest du Ratschläge von Anführern aus Vergangenheit und Gegenwart. Ihr Wissen und ihre Weisheit sollen dich leiten. Okay. Hier haben wir natürlich jetzt eine neue Visitenkarte. Aber das ist mir relativ egal. Du kannst über dein Tablet auf sie zugreifen. Wann immer du sie brauchst, nutze sie also gut bei der Arbeit. Da du dich mit Ochin so gut verstehst, erkläre ich euch nun offiziell zu Partnern, weil ich dir keinen echten Typen anvertraue. Damit fühle ich mich echt irgendwie ein bisschen mies, aber egal. Ich werde ein Auge auf euch beide haben, um zu sehen, wie du dich im Umgang mit einem Rettungshund so machst. Ich rufe den zu mir und lass ihn für mich kämpfen. So habe ich das verstanden. Ganz genau so. Das war ein prima Sprint, Dankeschön. Es ist irgendwie ein bisschen cursed, dass wir auf einmal so viele Leute sind. Gib mir so ein bisschen Zelda-Vibes mit der Sicht von oben, keine Ahnung. Auch weil das so weit rausgezoomt ist. Die kann man bestimmt runterdroppen. An diesen Ort erinnerst du dich? Ja, wahrscheinlich, weil es der Eingang bzw. unser Ausgang ist, nicht? Da, dort bin ich runtergefallen. Oh, zum Glück hast du einen Sturz aus dieser Höhe überlebt. Aber wie kommen wir da noch wieder rauf? Sind wir nicht aus derselben Höhe runtergesprungen? Egal. Wir freuen uns trotzdem. Gibt's hier noch was? Sieht nicht so aus. Untersuchen. Mal, K-Storm. Sei bitte vorsichtig im Umgang mit unbekannten Mechanismen. Du solltest sie nicht einfach so berühren. Da kann ich nur zustimmen, obwohl es in diesem Fall dazugehört hat, dass wir die Höhle verlassen könnten. Gut, Chefin. Ich habe die Flagge der Rettungscrew aufgestellt. Ganz official. Und jetzt der Bericht zur Höhlenerkundung. Wir haben eine Person gefunden und gerettet. Bei unserer Suche trafen wir auf keine weiteren Individuen. Danke für den Bericht. Dann erkläre ich dir die Erkundung dieser Höhle für... beendet. Diese Erfahrung war eine gute Vorbereitung auf das, was uns noch erwartet. Von unserem Handeln hängen Leben ab. Doch ich muss sagen, das war eine gute Arbeit heute. Ich bin sehr zufrieden mit euch, K-Storm und Ochin. Irgendwie weird, dass sie die ganze Zeit meinen Namen sagen. Das klingt immer irgendwie komisch. Dass es die Chefin selbst war, die gerettet werden musste, bleibt dann wohl unerwähnt. Colin, du wirkst irgendwie anders als sonst. Hast du vielleicht eine neue Frisur? Ich sag doch, die Frisur, Guys. Habe ich schon
gestern Abend gesagt. Die war fresh. Die ist fresh. Nein, eigentlich nicht, aber ich war ziemlich beschäftigt damit, nun ja, am Leben zu bleiben. Ich hab nämlich geschlafen. Ja, ja, ich verstehe. Und es freut mich wirklich, dass es dir gut geht. Aber eigentlich... Oh, ja, da ist es, ja, die Shepherd. Schnell Themenwechsel und weg hier. Ja, sieht doch fein aus, nicht? Sollen wir da mal hinlaufen? Kann ich was mit der Blume? Nö. Muss ich den Dog erst rufen? Auch nicht. Kann man hier noch irgendwas mal... Es sieht alles so cool irgendwie aus. Jetzt kommt gleich wieder eine Cutscene. Aber natürlich. Was habt ihr erwartet? Kommt da etwa Rauch aus der Shepherd? Das werde ich mir genau gleich mal genauer ansehen. Hoffentlich waren das nicht meine letzten Worte. Statusbericht. Ich habe das Schiffsinnere untersucht und festgestellt, dass sich die Triebwerke überhitzt haben. Das Raumschiff stand ganz kurz vor einem Totalschaden. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ist es zu reparieren? Ja. Ich habe halt die Notfallabschaltung eingeleitet und jetzt ist alles stabil. Die Triebwerke lassen sich zum Glück auch reparieren. Allerdings wurden die Energievorräte der Shepherd vollständig geleert. Also haben wir keine Möglichkeit, diesen Planeten zu verlassen oder nach Captain Olimar zu suchen. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube, in Captain Olimars Logbuch etwas gelesen zu haben, das uns alle retten könnte. Na, hier ist es ja. Seht euch das mal an. Schauen wir uns das doch an. Da möchte ich jetzt auch mal wieder guten Tag sagen. Boah, ich bin so düster. Ich muss gleich mal heller machen. Schätze, nach eingehender Untersuchung der glänzenden Objekte auf diesem Planeten kam ich zum Schluss, dass sie Glycerium enthalten müssen. Es ist sehr spannend... Oh, jetzt sitze ich gleich wieder davor. Es ist sehr spannend, dass man hier Schätze finden kann. Doch die Suche nach den Dolphin-Teilen muss Priorität haben. Dieser Logbucheintrag ist eindeutig. Aus den glänzenden Objekten, die wir auf diesem Planeten finden, lässt sich Glycerium gewinnen und in Energie umwandeln. Wenn man damit die Shepherd reparieren kann, sind die Objekte, die das Zeug enthalten, ja wahre Schätze. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Aber so wie die Lage ist, haben wir auch nichts zu verlieren. Vielleicht sind diese Schätze unsere einzige Chance. Wir haben also eine neue Mission. Finden und sammeln wir so viele glänzende Objekte wie möglich. Verstanden. Mission. Eine gute neue Energiequelle, die uns hilft, von dem Planeten zu kommen. Wir können die auf diesem Planeten befindeten glitzernden Objekte als Energiequelle nutzen. Sammle so viele von ihnen wie möglich, damit die Shepherd wieder Energie hat. Ich habe heute richtig Probleme mit Lesen. Es tut mir leid. Ist auch warm. Wenn es uns gelingt, die Schätze zu finden, brauchen wir noch eine Möglichkeit, sie zu transportieren. Das könnte die Beagle übernehmen. Beagle? Beagle? Beagle. Beagle. Jetzt müssen wir nur noch einen guten Platz finden, an dem sie landen kann. Wie wäre es mit dort drüben? Wie wäre es direkt mit vor euch? Oh, da natürlich, an dem vorgefertigten Ordner. Diese Steine leuchten. Vielleicht ist das ja eine natürliche Steinformation. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht. Jedenfalls ist es der perfekte Ort für eine Base. Bring die Bagel gleich hierher. Die Bagel hat einen neuen Standort erreicht. Ja, gut, gut, gut. Damit sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Und jetzt auf zur Schatzsuche. Darf ich jetzt wieder back sein? Wow. Seht ihr hier etwas, das glitzert? Weiß ich nicht. Das da oben scheint zu glitzern. Ihr könnt doch jetzt nicht alle 5 Sekunden eine Cutscene hier machen. Ist es das, wonach wir gesucht haben? Du meinst diesen Gameboy? Oh, wie heißt der Gameboy? SSP oder so? Ja, das muss ein Schatz sein. Seht nur, wie er glänzt. Sehen wir doch mal auf dem Tablet nach, ob wir eine Energie-Dings empfangen. Drück einfach mal Plus, um die Karte zu öffnen. Tun wir das doch. Wie heißt es? Gameboy SP? Heißt das so? Guys, schreibt's gerne wie immer unten in die Kommentare rein. Glycerium-Gehalt bestätigt. Das Sternsymbol in der Mitte steht für einen Schatz. Von unten an kannst du auf der Karte nachsehen, boah, mein Hals, ob sich die Städte in der Umgebung befinden. Kannst sehen, ja. Sehr gut. Ich hoffe, dass unsere Mission von nun an noch weiterhin so gut verläuft.
Aber wie sollen wir diesen Schatz denn eigentlich transportieren? Ja, also... Weiß ich nicht. Wie wär's mit, wir holen ihn runter und eine weitere Cutscene? Es gibt zu viele Cutscenes. Direkt Kritikpunkt. Geil, Game Boy Advance SP. Wie strong. Das war knapp, viel zu knapp. Haben wir. Keine Ahnung, wie wir das transportieren sollen, aber es sieht todescool aus. Oh, was ist denn das da? Das sieht sehr sass aus. Was ist das denn? Ob das ein Schatz ist? Ja, sieht für mich eher nach einer Pikmin-Station aus. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Graben abgeschlossen. Das machst du gut, Ochin. Ja, bring das mal, weiß ich nicht wohin. Das sieht für mich aus wie eine Pikmin-Spawn-Station oder irgendwie sowas. Naja, bring das mal hier hin. Zu viele Cutscenes. Ist das ein Fidget Spinner an der Unterseite? 10 von 10 Top Game, ich liebe dieses Spiel. Nee. Ja, das haben wir vorher bei Olima gesehen. Gestern, ich meine gestern. Unglaublich. Das Ding hat sich von alleine bewegt. Ich glaube nicht, dass es sich um einen Schatz handelt. Aber was könnte es denn dann sein? Es sieht ja ein bisschen wie eine Pflanze aus. Ob es das war, worüber Captain Olima in seinem Logbuch geschrieben hat? Er spricht da von einer Zwiebel. Wenn das hier eine Zwiebel ist, dann könnte dieser Keim... pflücken. Ja, das könnte ein Pikmin sein. Captain Olimas Logbuch zufolge handelt es sich hierbei um freundliche, sehr hilfsbereite Geschöpfe. Tja, in dem Fall könnten sie uns vielleicht beim Erkunden und bei der Suche nach Schätzen helfen. Der Dog scheint ihn nicht so zu mögen. Seht nur, Ochin freut sich schon mit dem Pikmin an. Du sollst dich auch mal vorstellen, Kaesom. Und Chefin, willst du noch länger so da rumstehen? Okay, wir kriegen wieder Erklärung. Mit Hilfe können wir Pikmin. Ah, wir können zwischen Pikmin und Dings hin und her wechseln. So, da brauchen wir einen Pikmin. Was macht der damit? Oh, ist das eine Pikmin-Samen? Jetzt spawnen da Pikmin raus? Es spawnen sogar zwei raus. Boah, ich bin so unwissend. Unglaublich. Noch mehr Keime. Diese roten Samen-ähnlichen Objekte sind wohl ein Knopf. Wenn er nur zur Zwiebel gebracht wird, entstehen daraus weitere Pikmin. Ich rätselhafte Lebensform. Ja, das sehe ich genauso. Und ich kann die wieder pflücken, natürlich. Und noch einer. So, hier schön mitkommen. Da brauchen wir einen und da auch. Boah, ich kenne das noch. War das Wii U? Wo man auf dem Gamepad tippen musste. Das war insane. What the hell is this? Ist das eine Gabel? Ja, hier spawnen sie. Pikmin. Ich mach gar nichts. Der macht alles von alleine. Aber ist ja auch gut so. Nimm mal das hier mit. Achso, drei Stück brauchen wir. Achso. Ja, ja, weitermachen. Alles gut. Ja, wait a sec. So und so. Umso mehr, umso schneller? Der Dog kann gar nichts machen, okay. Der Schatz auf die Weg. Ah, ihr bringt ihn jetzt hier hin. Und dann passiert mal wieder was. Dieser Schatz ist ja riesig. Wie können wir etwas mit diesem Dimensionenschiff lagern? Die Bagel nutzt eine besondere Art Licht, um Objekte beim Einsammeln zu schrumpfen. Daher sollte das kein Problem sein. Miniaturisieren. Nintendo. Ich werde den Schatz gleich mit den Sensoren der Bagel untersuchen. Hoffentlich enthält er Energie, die wir brauchen. Ich hoffe doch auch.
Okay, 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 okay. Ich dachte, es gibt jetzt so eins und das Game wäre voll lang. 50, okay. Aha, Energiegehalt bestätigt. Wenn wir noch 250 weitere Einheiten Glycerum sammeln, würde die Shepherd wieder fliegen und wir hätten Energie. Aber die Shepherd verwendet doch eher konventioneller Treibstoff als Energiequellen. Es sollte möglich sein, sie ausschließlich mit Glycerum fliegen zu lassen. Wir werden dabei wohl etwas durchgeschüttelt werden, aber sonst ist nicht so schlimm. Doch bis das möglich ist, brauchen wir noch sehr viel mehr Glycerium. Dann sollten wir das Gebiet nach weiteren Schätzen absuchen. Top Idee. Mr. Pigments, bitte mitkommen. Da hinten habe ich doch auch schon... Wie komme ich da hoch? Gar nicht, richtig? Gar nicht. Ich komme auch nicht dahin. Okay. Weil ich nicht springen kann? Ja. Denke schon. Hier brauchen wir schon 10. Oh mein Gott. Hier hinten wie ich kann nicht reden. Es ist so heiß hier drin, Geist. Falscher Dude. Pigman. So. Da hinten liegt auch noch was. Der Dog macht das, finde ich super. 5. Die haben wir. Nehmt das mit, Guys. Ich gehe kurz bei dem Dog pflücken. Wobei, ich glaube, ihr seid schneller, oder? Nee, ihr macht das. In der Zeit können wir bei dem Dog schon mal einige Pigment pflücken. Weil wir scheinen ziemlich viele zu brauchen. Das hätte ich actually nicht gedacht. Hierher. Hier. Bei Fuß. Brave Pigments. Ein Stück nach da. Die laufen so richtig zackig. Weiß ich nicht. So. Oh, der hat sehr, sehr viele Punkte gegeben. Wie viel haben wir jetzt? Das war jetzt schon der zweite Schatz. Ja. Wir sind 9. Cool. Das heißt, wir müssen noch irgendwo welche herbekommen. Wie können wir da vorne hoch? Oder bin ich lost und sehe den Springkopf nicht? Ja, doch, so war es gerade. Oh, wir können Pigment da hochwerfen. Er bringt den auch, okay. Du auch bitte? So. Und dann gehen wir mit. Boah, die UI ist voll groß. Ich sitze hier vor voll viel Stuff. Ich wüsste nicht, wo ich mich hinbewegen könnte. Es tut mir leid. Ich könnte mich vor die Hauptmission setzen. Das könnte man machen. Also halt auf die andere Seite einfach. Because hier steht, welche Pigments ich ausgewählt habe, wie viele Pigments ich habe, etc. Und ich glaube, das wollt ihr nicht verpassen. So. Deswegen glaube ich, schiebe ich mich in der nächsten Folge auf jeden Fall auf die andere Seite. So, sind das jetzt? Wie viel sind das jetzt? 13. Damit sollten wir den Gameboy doch wegbewegen können jetzt. Wie viel habe ich hingeschossen? Ja, komm. Alle. Hallo? Let's go. Jetzt haben wir fast 300. Echt? Wie viel gibt der? Woher weißt du, wie viele Punkte der gibt? Wir schaffen das. Wir müssen hier in Pigments. Die können, glaube ich, nicht schief laufen, weil die Engine das nicht zulässt. Seht ihr, wie die immer so zackig laufen? Ist egal, mich stört's nicht. Ich find's super. Damit wäre der Game Boy Advance SP auch eingesammelt. Hurra! Ihr zwei seid ein fantastisches Team, K-Storm und Ochin. Danke, finde ich super. Ich meine es ernst, nur weiter so. Ich habe doch Danke gesagt. Pigment sind gut darin, Anweisungen zu folgen. Sie verhalten sich fast wie kleine Rettungsdogs. Jetzt sollten wir die Energie aus den Schätzen extrahieren. Mach dich gleich ans Werk, Colin. Bald haben wir die Energie aus den Schätzen extrahiert. Sie wird dann direkt zum Shepherd geleitet. Der Gameboy sieht so insane aus. Guys, könnt ihr mir nicht erzählen. Der Gameboy sieht so insane aus. Ist das eine Fahrradklingel? Ich denke schon. Und ich glaube, das soll ein Spießgabel sein mit nur zwei so Pieksdingern. I don't know.
Falls ihr mal eine Rakete baut, einfach mit einer Fahrradklingel, einem Gameboy und so abwerfen und die fliegt wieder. Die Shepherd hat wieder Energie. Die Shepherd verfügt dank des aus den Schätzen extrahierten Glyceriums wieder über Energie. Also heute ist ganz schlimm mit Lesen. Wir haben es geschafft. Die Systeme des Schiffs haben wieder Energy. Zwar reicht sie noch nicht, um damit zu fliegen, doch jetzt können wir mit dem Radar nach unseren Kollegen suchen. Sehr gut, Colin. Starte gleich das Radar. Vielleicht fangen wir auch schon direkt ein Signal auf. Es gibt sogar gleich mehrere SOS-Signale. Sie könnten von den vermissten Rettungscrew-Mitgliedern stammen oder sogar von Captain Olimar. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Retten wir sie! Damit ist der erste Tag zu Ende. Wir haben Colin und Shepard gerettet. Du hast doch eine gute Quote. Ziemlich viel Glycerium gesammelt und die Schätze. Das ist ja interessant. Das Schiff vergibt automatische Namen für Objekte. Prinzessinnen-Speer, Wegbereiter, anregende Klapptafel. Auf unserer Mission treffen wir öfter mal auf unbekannte Objekte. Daher habe ich eine Evaluierungs-KI installieren lassen. Das ist so ChatGPT, nur ein krasser. Ein berühmtes Gutachten hat bei ihrer Programmierung mitgearbeitet. Das Ganze funktioniert besser als gedacht. Prima. Ja schon, aber eine Reserve-Energie-Generator hätte uns schon mehr genützt. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Als ich Rauch aus der Shepherd aufsteigen sah, war ich ziemlich besorgt. Ich wusste nicht, wie das ausgeht. Zum Glück könnten wir einige Reparaturen vornehmen. Wir mussten für eine Weile auf jeden Komfort verzichten und es geht nichts über eine sorgfältig zubereitete Mahlzeit. Und du bist dir sicher, dass wir genug Notfallrationen haben, Colin? Schließlich wissen wir noch nicht, wie lange wir auf diesem Planeten festsitzen werden. Ich habe unsere Vorräte dreimal gezählt, aber ich sehe lieber noch einmal nach. Gut, morgen geht es ans Erkunden. Daher sollte sich Otchin gut ausruhen. Und du dich natürlich auch, K-Storm. Und vergiss nicht, einfach mit euren Missionen, einfach mit... Nee, jetzt ist doch gut langsam hier. Und vergesst nicht, euch mit euren Missionen vertraut zu machen, bevor ihr schlafen geht. Das ist die Mission. Die von uns entdeckten SOS-Signale stammen aller Wahrscheinlichkeit nach von den Mitgliedern der Rettungscrew. Wir sollten schnellstmöglich besprechen, was zu tun ist. Ja, warum nicht?